sagt sie in einer Höhle aus. Das war dumm. Das Lustige ist, ich regeneriere ja nicht mal. Wenn ich jetzt sterbe, ich... Junge! Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Der Wanderer. Ja, wir spielen hier mit dem Fischer, den ich natürlich schon erstellt hatte im Prolog, beziehungsweise ich habe den ja gezeigt im Prolog. Ich habe hier mal ein bisschen was verändert noch, ein neues Texture-Pack, zumal. Ich ganz klar hier Ovos, Rustic, könnt ihr googeln, keine Ahnung. Perfekt, jetzt dauert es wieder. Minecraft abgestürzt, geil. So, jetzt, ja. Naja, ich habe hier nämlich hier noch den Namen gegeben, nämlich Fritz, der Fischer. Ich werde für jeden wahrscheinlich einen Namen aussuchen. Und ja, der Fritz, der will jetzt auf Reisen gehen, habe ich gehört. Er verlässt sein trautes Heim hier. Und ja, in welche Richtung gehen wir? Was sagst du, Hendrik? Er sitzt hier gerade noch neben mir. Ich würde sagen, du nimmst erstmal das Boot und schwimmst irgendwo hin. Ich würde sagen, ich hole mir erstmal Wolle von den Schafen. Damit ich mir ein Bett machen kann, weil wenn ich sterbe, ist es sowieso egal, ob da mein Spawnpoint noch gesetzt ist von dem Bett oder so. Nur um die Nacht zu überleben, hole ich mir das. Ich traue mich gar nicht, hier irgendwas abzubauen, weil diese Welt, die ist echt schön. Aber ich muss. Oh, ich habe die Wolle bekommen. Ja, perfekt. Und suchen wir noch mal weiter Schafe. Ich habe da vorhin noch mal ein Schwein gesehen. Nein, Spaß. Das Schwein ist auf dem Dach. Das sieht ein bisschen nackt aus, das Schwein, aber ansonsten. Da ist noch ein Schaf. Das holen wir uns einfach noch mal. So, ich habe den Hendrik dazu geholt, weil sonst alleine rede ich wahrscheinlich wieder zu wenig. Back nicht rum, scheiß Schaf. Schafe jagen, ganz schlecht. Wollen wir da unten starten? Ich hole mir mal Holz. Ja, perfekt. Ja, wollen wir jetzt da runter? Komm. Ah, komm. YOLO. Die Herzen sehen auch schön aus, finde ich. Es ist eine richtig tolle Höhle. Das Crafting Table Ding hier, Rickdicker. Ja, jetzt bin ich hier eingesperrt. Du hast gerade gesagt, du findest eine coole Höhle. Du meinst ein cooles Texture Pack. Das sowieso. Denke ich mal. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe irgendwie Mist gebaut. Ja, da kann ich mir mitnehmen. Zum Glück. Muss ich mal eben das hier machen. Auf jeden Fall, der Fritz, der geht heute auf Reisen. Ob er will oder nicht. Das ist mir vollkommen egal. Ich habe mir schon ein paar Charaktere ausgedacht, noch weitere. Habe schon mal eine neue Welt sozusagen erstellt für einen neuen Charakter. Wir werden nicht in dieser Welt weiterspielen, obwohl ich mir auch gedacht hatte, vielleicht das sozusagen 10 Jahre später sich eine neue Person hier ansiedelt, ein neues Haus baut und am Ende, wenn wir dann sozusagen in der 10. Staffel sind, hier schon 10 Häuser stehen in dieser Welt. Und du hast keinen Timer, oder? Nee, brauche ich nicht. Okay, dann mache ich aber kurz ein. Ja, ich weiß, danke. Das ist eine gute Idee. Stell die mal einfach auf 18 Minuten irgendwie. Ich mache einfach Stoppuhr. Dann sehen wir einfach, wie lange wir aufnehmen und fertig. Ja, ist eine gute Idee. Ich bin übrigens wieder gerade aus der Höhle rausgekommen, falls du es wissen willst. Sehr gut. So, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, als dass das eine ziemlich coole Idee von mir war, dieses Projekt, ja. Ich weiß nicht. Selbstlob ist immer der beste Lob, habe ich gehört. Ja, Selbstlob stinkt, habe ich gehört. Ja, ich habe zum Beispiel schon mal einen Feuermagier erstellt, für den habe ich gerade die Welt noch erstellt. Der wird dann in Staffel 2 wahrscheinlich kommen. Weil ich sozusagen jetzt in der ersten Staffel, wenn ich jetzt in den ersten paar Folgen, mir fällt gerade noch eine Sache ein, sterben sollte, ist das natürlich, da brauche ich schnell eine zweite Welt. Auf jeden Fall, es geht darum, nimm alles mit, was du bekommst. Ja, ja, auf jeden Fall, also man darf sich natürlich ansiedeln in kleineren Höhlen. Ich finde es nur nicht so toll, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nicht so machen. Aber wer weiß, ne? Benchmarking, das war ein tolles Achievement. Ja, trotzdem finde ich den Kontrast im Inventar noch nicht so super. Bei diesem Texture Pack. Ich werde das in den nächsten Folgen immer mal wieder ändern, wahrscheinlich, bis ich das Perfekte gefunden habe oder selbst eins erstellen, wer weiß. Auf jeden Fall sieht der Cobblestone ziemlich cool aus. Was wir auch brauchen, ist ein Schwert. Weil ohne Schwert ist eigentlich hier nichts zu reißen.
ein Zombie kommt und wir sind eigentlich tot. Das hatte ich schon. Ich habe eine andere Sache angetestet. Ich war mir nicht sicher, welches von beiden ich jetzt mache. Ich habe jetzt in letzter Zeit mir mehrere Gedanken gemacht über Projekte und habe dann bin zum Entschluss gekommen, dass das hier so das Beste ist. Slot 4 ist immer mein Schwert, weil ich schön auf Taste F mein Schwert gelegt habe. Ja, ich finde es einfach besser. Wir könnten uns eigentlich mal Essen holen irgendwann. Aber vorher holen wir uns nochmal eben eine Axt. Ja. Ist natürlich, wir farmen jetzt erstmal Stein. Wir brauchen Stein. Ja, diese Idee ist mir gekommen im Schlaf sozusagen. Sie ist mir. Ist mir heute Morgen gekommen. Ich glaube sogar heute Morgen ist sie mir gekommen. Und dann habe ich ja schon direkt hier Hendrik herbefördert sozusagen, dass er mir mal vorbeikommt. Wir haben eben ein tolles Intro erstellt. Das wird bei Hendrik hochgeladen, weil ich dank der geilen Anbieter, Telefonanbieter, Internetanbieter, was weiß ich, ja, habe ich zurzeit so eine geile 3000er Leitung. Vorher 50.000. Das dauert jetzt ein paar Tage, weil angeblich die Leitung irgendwie, also wir haben einen neuen Telefonanschluss bekommen und weil angeblich die Leitung irgendwie noch neu ist oder so, geht das nicht. Deswegen muss erstmal eigentlich eine Woche eine 3000er da sein, dann eine 50.000er, aber dann hat sich unser schöner Anbieter gemeldet und meinte, es würde doch noch bis Januar dauern. Ja, und heute Ah, das ist. soll mal schön, so eine Nachricht. Ja, Da freut ich. man sich auch ziemlich drüber. Ja, ich habe meine Mutter berichtete mir davon und ich so, ja geil, ich freue mich. Darf ich länger im sozialen Netzwerken unaktiv bleiben? Nein, wie kann man das ausdrücken? Darf ich länger nicht aktiv sein? Eisen ist das? Eisen? Eisen? Eisen. Ich kenne diese Texture Pack nicht, ich habe es gerade eben erst runtergeladen, weil Hendrik sagte, oh, du hast kein Texture Pack und ich so, oh ja. Da könnte er recht haben. Vier Fackeln machen wir uns nochmal. Das könnte natürlich sein. Und wir gucken natürlich mal, mit welchem Charakter wir am weitesten kommen. Ich habe richtig tolle Charaktere vorbereitet. Und ich habe halt mir gedacht, man muss es ja nicht immer so eintönig machen. Man kann auch mal einen Charakter machen, der zum Beispiel ein Krieger oder so, der halt von Anfang an ein Schwert hat, der dann aber als Handicap oder so Schwierigkeit auf schwer gestellt bekommen hat oder im Hardcore-Modus, dass er Herzen nicht so schnell regenerieren kann und so weiter und so fort. Da kann man, Oder glaube dass ich. er zum Beispiel keine Rüstung hat, andere haben dann zum Beispiel eine Rüstung oder so. Ja, das ja sowieso von den Start-Items, aber das habe ich mir so gedacht, dass man halt, wenn man einmal alle Charaktere durch hat, die einmal in Hardcore durchspielt, mit Herzen regenerieren nur durch goldene Äpfel, das letzte Schaf. Das letzte Schaf ist richtig, ne? Ja, ja, Ja. ja. Es wird schon wieder Tag, aber ich mache mir trotzdem ein Bett. So, es stört mich auch nicht, diese Klickgeräusche im Hintergrund. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ich klicke ja selber. Von daher kriege ich das eigentlich gar nicht so mit. Aber ich hoffe, euch stört es nicht so sehr. Meine Tonqualität hat sich auch verbessert, seitdem ich Photoshop und andere Adobe-Programme zum Rendern, Premiere zum Beispiel, gekauft habe. Da seitdem ist die Tonqualität, wird jetzt steigen. Das habe ich erst seit 2 Tagen jetzt. Hab mich dann ein bisschen eingearbeitet mit Photoshop und so weiter und so fort. Da wird es jetzt schönere Thumbnails geben als vorher. Hoffentlich natürlich. Ich kann nichts garantieren, aber das, was ich bis jetzt gemacht habe, sieht eigentlich voll okay aus, finde ich. Finden andere Personen. Wow. Wenn ich jetzt sterbe, ich. Junge. Ein Herz. Erste Staffel vorbei. Nach 5 Minuten, also jetzt auf dem Timer bei euch wahrscheinlich schon so Das kann sieben nicht Minuten. sein. Das kann nicht sein. Erste Staffel so schnell vorbei. Das kann einfach nicht sein. Ich. Leute, wir starten jetzt einfach nochmal von vorne, okay? Das ist ja nicht passiert, was hier eben passiert ist. Wir sind unser Fischer mit unserer geilen Angel. Tools. Wo ist denn die Angel? Da. Fishing Rod, aber die brauchen Lure, ne? Lure. Das ist hier unten irgendwo. Lua? Ja. Was ist Ja, das? Luck of the Sea. Das ist ein Enchanting. Luck of the Sea One. Und dann ein Anvil. Guck mal, dann erweitern wir unser Haus hier sogar noch um einen Anvil. Ein gratis Anvil. Den unser geiler Fischer bekommen hat. So.
Sowas darf natürlich eigentlich nicht passieren. Ich meine, erste Folge, erste Staffel. Ja gut. Und der Fisch fehlt noch. Und den habe ich ja geangelt. Ja, trotzdem hattest du den am Anfang dieser Staffel. Ja eben, den habe ich aber mir geangelt im Prolog. Und jetzt gehe ich erstmal, bevor ich jetzt irgendwas mache, ich gehe angeln. Will ich Essen habe, ja, weil ich konnte nicht mehr regenerieren. Ich glaube, das war der Fehler. Ich weiß nicht, was der Fehler war. Aber da waren noch echt viele Skelette auf einmal, also drei Stück. Das war komm, das ist ja krass. Das ist ja langweilig, wenn für euch die Staffel jetzt so schnell vorbei ist. Deswegen dachte ich mir jetzt gerade mal, ich mache es lieber nochmal neu. Ja? Dann machen wir nochmal. Angeln wir erstmal Essen und kochen uns erstmal Essen und dann gehen wir gleich erstmal los. Eventuell können wir diese Stelle ja als Pre-Intro schneiden, so du tötest so gerade den letzten Mob so mit einem Herz überlebend und ja, dann ist so, geil, kommt so das Intro ja, oder sowas und dann, wenn die das Video so zu Ende gucken, weil die so denken, oh, überlebt er oder nicht, und dann auf einmal so kommt die Stille und du bist tot. Gute Idee, also ihr habt das jetzt ja schon gesehen, also von daher. Komm, Luck of the Sea, bring mir einen Fisch. Das Luck of the Sea bringt nicht nur Fische. Es bringt auch manchmal andere Gegenstände. Du kannst da manchmal mit einer geringen Chance irgendwie Lederhosen oder so rausbekommen. Lol, echt? Mm, ja. Ist, mittlerweile ist das, haben sie im letzten Update, glaube ich, hinzugefügt. Oder im vorletzten Update. Bevor ich da jetzt irgendeinen Müll erzähle. So. Komm. Glück. Vom See. Na, Glück des Meeres. Und das Glück hat mir nicht so viel gebracht, glaube ich. Der Prolog lädt gerade hoch. Also Folge 0 sozusagen. Also ich will mindestens mit dem Charakter 5 Folgen zusammenkriegen, sonst ist das ja langweilig. Guck mal, und ey, der hat doch angebissen gehabt, hast du gesehen, ja, oder? Ja, hättest du vorher ziehen müssen. Hast du spät, glaube ich. Nee, der hat ja gerade erst angebissen. So. Da muss man aber schnell sein beim Angeln. Komm, jetzt kommt da der Fisch da näher und gleich beißt er an und guck da, das ist dieser Fisch, der geht zum Angelhaken und jetzt zieht er da dran und. Ja. Du hättest früher klicken müssen. Immer wenn der untergeht, dann musst du sofort klicken. Okay. Ich dachte, ich hätte später klicken müssen, weil ich da erst anhaken muss oder so. Also es gibt Fische im See, ganz klar. Und gleich kommt einer auf den Angelhaken zu, hoffentlich. Komm. Wie gesagt, Angeln ist ein langwieriges Vorhaben. Da jetzt einer. Und wop. Und jetzt haben wir einen Raw Salmon. Cool. Kein normaler Fisch. Ja, es gibt schon ein paar mehr Fische. Mittlerweile. Oh, und ich habe zu lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich glaube, Angeln dauert jetzt zu lang. Ich werde irgendwann anders mal angeln. Und was ist das? Das ist ein Huhn, ne? Okay. Das ist ein Adler, der sitzt da so und krönt auf dem Baum. Wie gesagt, neues Texture-Pack und so. Ich kannte das nicht, ich wusste nicht, dass der so aussieht. Jetzt fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Bescheiden, wie jeder andere Minecraft-Spieler auch. Mit einem Crafting-Table. Und diesmal kriegen wir aber kein Achievement. Was mich ja schon... Nein. Nee, irgendwie anders, das geht irgendwie andersrum, glaube ich. So ungefähr. Eine Holzspitzhacke, wir nehmen mal unseren Crafting Table hier mit. Den könnte man eventuell noch gebrauchen. Deswegen, in diesem Spielmodus geht es, glaube ich, eher primär sogar darum, Sachen nicht liegen zu lassen, weil manchmal lässt man Crafting Tables irgendwo stehen. Hier lohnt sich das gar nicht, die stehen zu lassen. Ja, die kann man einfach mitnehmen, weil... Neucraft ist nur Verschwendung. Das lernt man hier hoffentlich kennen. So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Irgendwann mal. Komm, du Kakun. Nein, so. Ich muss das unbedingt auf den vierten Slot packen, weil wenn ich angegriffen werde, ich drücke sofort F. Es ist eine Angewöhnung. Ja, aus etlichen RPG-Spielen in Minecraft. PvP. RPG, PvP, alles. Und bumm. Und... Crit. Heftig. Jetzt habe ich 6. Vielleicht. Okay. Und hier war ich noch selber noch nie. Ich bin nie weiter als dieses Haus weggegangen. Da hinten können wir uns Stein farmen. Und ich sollte mal... Ich fange mal auf zu sprinten. So. Und einmal an dem Baum vorbeischwimmen und... Wow. So.
Ich hoffe, wir sehen noch viel von dieser Welt, mehr als wir eben gesehen haben. Holen wir uns Stein und machen hoffentlich mal einen Ofen. Wir haben ja keine Kohle mehr jetzt, verdammt. Es liegt alles hinten in der Höhle, das hole ich mir jetzt nicht wieder, weil das wäre einfach Cheating. Das finde ich blöd. Selber. So, jetzt haben wir schon 7, jetzt haben wir 8, 9. Und dazu eine schöne Wand, wo überall Blöcke fehlen. 10, das wäre jetzt ein Ofen und eine Spitzhacke wären das jetzt. Ofen, Spitzhacke und Schwert wären es jetzt. Und dann noch Schaufel und 1, 2, 3, eine Axt dazu noch. Oh. Und etwas Kohle für den Ofen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir eine Werkbank irgendwo stehen gelassen. Guck, jetzt muss ich schon wieder mein Holz verschwenden. Ja, und jetzt habe ich nur noch einen Stick. Das heißt, ich darf wieder Holz farmen gehen. Und ich muss dann denken. Also irgendwie jetzt Ironie. Vorhin eben sagst du noch, nichts stehen lassen und so, und auf einmal fehlt dir deine Working Bench. Ja, ich habe die irgendwo stehen gelassen, glaube ich. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht. Na siehst du, kannst du selbst auch noch lernen, immer alles mitzunehmen. Ja, vor allen Dingen, das Lustige ist, ich kann halt nicht lange warten. Das heißt, ich darf nicht mehr als irgendwie eine Folge oder eine halbe Folge am besten an einem Ort bleiben. Ich muss immer wandern. Das ist mein Wanderzwang, ja. Das heißt, es ist natürlich blöd, wenn ich auf einen wachsenden Baum warte, zum Beispiel. Das wird nicht gehen, da brauche ich schon Bohnen dafür, glaube ich. So, 2 Spitzhacken erstmal. Jetzt habe ich wieder nicht genug Stein, glaube ich. Aber so, ich hole mir erstmal. Kannst du immer Schwert noch machen. So. 2 Kohle, das hat sich richtig gelohnt jetzt. Mhm. Ja, immer so große Kohleverkommen sind auch langweilig. Warum nicht immer mal 2 Kohle? Das Holzschwert kann ich noch verbrennen. Ich muss jetzt lernen, mit dem auszukommen, was ich habe. Ja? Nicht wie sonst immer einfach Holzschwert wegschmeißen. Ich muss damit lernen, damit umzugehen, dass ich jetzt das wirklich benutze. Darum geht es in diesem Projekt. Und ich möchte auch, dass ihr es lernt. Junger Padawan. Nein, Spaß. So, jetzt Ofen, machen wir dahin. Und ich glaube, ein Holzschwert, wie kann das schmelzen? Ein Item? Ja, ein Item. Mhm. Sieht gut aus. Und dann das Kohlending. Hat sich ja eigentlich nicht gelohnt, die Kohle da reinzupacken. Doch, ich kann gleich die Raw Chicken noch reinpacken, dann passt es, glaube ich, genau. Dann wird ein Raw Chicken nicht gebrannt, aber ja. Ja, doch, wird alles gebrannt. Ein Kohle kann. Ja, aber da muss ich Millimeter genau dieses Raw Chicken da reinpacken. Ja, das schaffst du schon. Einfach die ganze Zeit gleich beim letzten so Shift klicken und so. Ich bin dabei. Ich muss aber essen vorher. Ja. Ich liebe ja solche Unternehmen mit Handicap, wo man so nicht alles machen darf, nicht alles machen kann, was auch immer. Deswegen wird es auch einige Charaktere geben, die haben dann Vorteile, aber auch Nachteile. Jetzt dieser hier hat ja, ja. Dieser hat ja mit seiner Angel hier nur Vorteile, glaube ich. Und es wird aber auch rausnehmen. Verdammt, siehst du, das geht nämlich nicht. Diesmal wird es wahrscheinlich, also es wird auch Charaktere geben mit Nachteilen. Bis jetzt habe ich noch kein einziges Nachteil, ist sogar animiert, habe ich noch keinen einzigen Charakter mit Nachteil, aber ich habe schon insgesamt 40 Charaktere, nein, 40 nicht, 20 Charaktere vielleicht, die alle schon ein Item zugewiesen bekommen haben. An den Welten bin ich am Bauen, so. Das hat noch gereicht. Die brauchen wahrscheinlich nicht so lange, die Cookchain. Hm. Naja, ich nehme meinen Ofen wieder mit. Nicht, dass ich den auch noch liegen lasse. Meine Axt, ich hätte auch noch die Holzspitzhacke verbrennen können. Habe ich nämlich auch noch mal, ja, kann ich auf jeden Fall irgendwann noch mal verbrennen. So, mein Essen, meine Spitzhacke kommt dahin, meine Axt. Ich muss diese Items noch mal kennenlernen, ja. So, da ist Essen, da ist Essen. Hier ist Spitzhacke, Kohle, was weiß ich, Schaufel. Dahin, das dahin, das dahin. Ich glaube, so ist es voll okay. Obwohl, ich nehme noch mal das Holz dahin, falls ich mal bauen muss irgendwann. Und jetzt, die Hühner kann ich eigentlich immer killen, weil ich werde sowieso nie wieder zu diesen Hühnern kommen. Ich werde nie wieder in dieser Welt hier sein. Und ich habe kein Bett. Das heißt, ich brauche unbedingt ein Bett. Weil die Nächte werden total blöd und lang werden. Und eventuell wird man da sogar sterben.
Okay. Ein geiler Lavasee. Ist sogar. Das Ich habe brannte da hab gerade gerade, einen oder? Cooked Chicken da bekommen. Das brannte da gerade, Ja, ich ne? weiß. Ich habe da außerdem gerade einen Cooked Chicken bekommen, weil anscheinend ein Huhn da reingefallen ist, wieder rausgeflogen ist. Irgendwie so. Ja, Cooked Chicken ist schon cool. Oh. Ich als Angler will natürlich hier aufs Meer. Aber habe ich das Boot nicht mitgenommen? Du hast es mir gesagt, ne? Ich soll das Boot mitnehmen. Ich habe gesagt, du sollst mit dem Boot irgendwo hinfahren, ja. Nein. Ich hasse das Gelände, ja. Und deswegen renne ich jetzt auch weg. Ich könnte kämpfen, ich habe mittlerweile ein Steinschwert. Aber ich warte lieber bis zum Eisenschwert. Ach verdammt, wir hatten sogar Eisen vorhin schon. Fällt mir so ein gerade. Und eventuell sogar eine Rüstung, das wäre auch gut gewesen. Den Zombie gönne ich mir. Und Was einen hat denn Hit noch. der hat aber ein komisches Gesicht. Ja, kann ich nichts dafür, dass er so hässlich ist. Ist nicht meine Aufgabe, ihn schön zu machen. Soll ich die Kohle jetzt noch holen? Ich brauche sie ja eigentlich. Ist das die Höhle, wo wir vorhin drin waren? Nein, die Höhle, wo wir vorhin drin waren, die ist da hinten irgendwo. Ah, okay. So viele große Löcher hier. Holy Wow. shit! Ich glaube, das nehmen wir als Pre-Intro. Das ist der Nacht. Naja, das war nicht so spannend, finde ich. Ah, es ist scheiße. Ach, noch Das ein. ist natürlich der Nachteil, wenn man ohne Ton spielt, Leute. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich schon. Ich sag dir, wenn er kommt. Ich sehe ihn selber. Er läuft weg. Ich glaube, ich mache das für die nächsten Staffeln mal so, dass die ersten ein oder zwei Folgen auf Peaceful gespielt werden. Hatte ich nämlich vor, hab's dann aber doch gelassen. So die ersten Aufbauphasen so. Ja, die erste Phase sozusagen, so Aufbauphase, dass wirklich keine Zombies da kommen und dann die erst später kommen. Auf jeden Fall, ich glaube, das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns hoffentlich dann. Ja, jetzt gerade leckt's hier wieder, neben dem geilen Creeper. Naja, ich wollte sowieso gerade beenden. Drück einfach Escape. Also von daher. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Tschüss.